Jo, Freunde, Zenox hier und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Pokémon News Video, Freunde. Denn ich habe mir gedacht, okay, starte ich mal ein neues kleines Format, das sich Pokémon News heißt, beziehungsweise nennt. Und das heißt, wenn neue Infos zu Pokémon rauskommen, ja, sei es zu den Spielen oder zu den Filmen oder irgendwas anderes oder zu der 8. Gen oder sowas, werdet ihr das hier bei mir sofort erfahren. Und ja, im heutigen Video geht es um den neuen Pokémon-Film, beziehungsweise um den Trailer dazu. Denn am 30. Juli, also vor ein paar Tagen, veröffentlichte die Pokémon Company einen kleinen Teaser-Trailer zum 21. Pokémon-Film, der bei uns Die Macht in uns heißt, ja? In dem Lugia und das neue legendäre Pokémon Zeraora eine wichtige Rolle spielen werden, Freunde. Der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, dass er diesen Titel schon kennt oder irgendwie so einen ähnlichen Titel schon mal bei Pokémon gehört hat. Das ist richtig, denn im Jahr 2000 gab es einen Titel, der wirklich so ähnlich hieß, denn dieser Titel hieß, Die Macht des Einzelnen, ja? Jetzt wiederum, der Titel Die Macht mit uns bezieht sich halt auf mehrere Personen. In dem neuen Film treffen Ash und Pikachu auf eine Gruppe Menschen mit unterschiedlichen Wünschen und Hoffnungen, die in einer kleinen Stadt am Meer das legendäre Pokémon Lugia feiern wollen, ja? Denn dieses Pokémon hat damals die Stadt von einer Zerstörung bewahrt. Allerdings steht das Festival dieses Jahr aufgrund einer Reihe von mysteriösen Vorfällen, ja? Was könnte es wohl sein? In Gefahr. Und auch die Bewohner der Stadt sowie ihre Pokémon bleiben von diesen Vorfällen nicht verschont. Außerdem wurde in diesem Film das neue Pokémon Zeraora veröffentlicht, ja? Es besteht sogar die Chance, dass Zeraora bald als Event verlost wird, denn dieser Film wird zu 100%, Freunde, in Deutschland erscheinen. Ob man ihn im Kino sehen kann, ja, das ist noch unklar. Genauso unklar ist, wann er überhaupt nach Deutschland kommt. Und wenn dieser Film wirklich ins Kino kommt, werde ich da definitiv reingehen. Denn, ja, damals als Kind habe ich keinen einzigen Pokémon-Film verpasst und der erste Pokémon-Film ist bis jetzt einfach mein absoluter Lieblingsfilm. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer, Freunde. Ja, wer den ganzen Trailer sich anschauen will, der schaut in die Videobeschreibung, denn aus rechtlichen Gründen darf ich euch den ganzen Trailer nicht im Video zeigen. Dafür habe ich euch den Trailer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wenn ihr dieses Format feiert, Freunde, würde ich mich mega über eine positive Bewertung freuen. Und auch natürlich über ein Abo, falls ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, falls ihr neu seid. Und ja, lasst ein Abo da vorne, verpasst ihr keine wichtige Meldung mehr. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Jetzt nochmal ein kurzer Ausschnitt von dem Trailer. Bis dann, haut rein und ciao. Warum bemühst du dich denn so? Weil uns allen unsere Pokémon zur Seite stehen. Pokémon, der Film. Die Macht in uns.